Thank you.
Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Auf der schönen Calabria Infinite. So, wir haben jetzt wieder eine Mission hinter uns gebracht. Und zwar haben wir wieder das Feld geerntet. Und zwar das Feld 8. Und da waren ein, zwei Sachen, wo ich sagen muss, hochinteressant. Ich glaube, in der Timelapse hat man es nicht so gesehen. Aber. Bei der ersten Reihe, was ich gemacht habe, auf der Seite, wo der Abhang ist, wo die Bäume stehen, da bin ich zum Rutschen gekommen. Da habe ich noch links eingelenkt, bin aber trotzdem noch rechts gerutscht. Warum das so war, kann ich euch leider nicht sagen. Vielleicht weil es nass war, und zwar betreffend nass. Ich habe dann beim Achterfeld während dem Dreschen auf einmal gesehen, dass ein Wasser dort gestanden ist. Muss gepflückt werden. Ist da mal weg. Okay, passt. Und das finde ich, das mit dem Wasser, das finde ich wirklich gut gemacht. Das hat mir ziemlich irrsinnig gut gefallen. Also der Entwickler von der Map, der hat sich da einiges einfallen lassen. Das ist auch neu. Dass man die Körner sicht am Feld. Bis jetzt ist es immer nur Sportsbahn, wenn ich sonst gedüngt habe. Sehr gut. Je mehr realistisch, umso besser. Und was ich noch sagen wollte, bei dem Feld, bei der Timelapse, was ich gemacht habe, was Wasser gestanden ist, was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass ich dort angefangen habe zu rutschen. Zwar nicht viel und nicht schlimm, weil ich bin ins Rutschen gekommen. Was mir jetzt nur die Frage kommt, ist dort Wasser gestanden, was es zuvor geregnet hat? Oder ist das schon ein Grundwasserspiegel oder ein Meereswasserspiegel? Da die Insel ja am Rand vom Meer ist, was man auf der Karte sieht, wenn man es komplett aufmacht, und dort an der Stelle Tiefe war, Tiefe ist eigentlich, weiß ich es noch immer, stellt mir die Frage, ob das nicht Grundwasser ist. Wenn das echt so wäre, wäre es geil irgendwie, aber naja, schauen wir. So, wir tun jetzt mal unsere Felder düngen. Und nach dem Düngen werden wir alle Felder grobern. Blödsinn, nichts grobern, pflügen. Pflügen, pflügen, pflügen. Ich will es pflügen, auf dem Feld vielleicht schon Hölfer beginnen lassen. Da ich mit dem letzten Auftrag eh wieder schön verdient habe, bin ich jetzt wieder auf 30.000, was ich sehe. Obwohl es rausgeschmissenes Gold ist, weil ich es selber auch machen kann. Je mehr ich jetzt verdiene und selber mache, umso mehr habe ich nachher für Kühe, Schweine, gibt Schafe, ja? Ich glaube ja, Schafe.
Grund, um mir Firmen noch zu kaufen. Weil die Firmen, das sind da. Schaut also Kreisverkehr. Geil. Und das Düngen, das geht ja schnell. Ich glaube, das Düngen und das Pflügen wir noch alles selber machen. Das Düngen jetzt einmal auf alle Fälle. Weil das ist schnell geschehen. Alles muss gedüngt werden. Schließen wir da schön ab. Super. Und dann brauchen wir da nochmal auch auf und nieder. Ein, zweimal in der Geschichte hat sie. Da das mein eigenes Feld ist, schau natürlich, dass ich so gut wie möglich alles erwische. Ah, man muss noch alle. Da muss ich einmal ausbessern, auch ein bisschen. Der eigenen Folterscheu, das ist so gut wie möglich noch. Verdammt, dann ist es mir ein bisschen bei den Missionen ein bisschen egal, solange ich die Missionen erfülle. Ich schaue natürlich auch, das ist so gut wie möglich noch, keine Frage. Aber wenn ich dort ein bisschen was stehen lasse, ist nicht schlimm, weil die Mission ist trotzdem immer gut und schnell erfüllt. Nur bei der eigenen Folter, da brauche ich auch halbwegs gescheite Ertrag. Da zahlt jeder Quadratmeter. Sehr gut. Drüben haben wir noch ein bisschen, wenn noch mal drüber gehen. So. Dann schauen wir, ob wir alles erwischt haben. Das Feld 5 gedüngt. Und das scheint blau. Passt. Dann gehen wir das nächste auf Feld 1. Fahren wir mal da durch. Also der macht sich schon bezahlt, der Düngerstreuer.
Und ob er dort irgendwo das stehen lassen hat. Ja, ich hoffe es halt. Ja, das stehen dort auch drinnen. Sehr gut. Da braucht man auch nur einmal noch zur Kaffee fahren und dann ist der Feld auch schon fertig. Eieiei. Ich hab ein bisschen Scheiße gebaut. Hin und her fahren. Sieht so aus, kein Haufen. Das erste Mal düngen wir nachher mal mit der Gülle machen, aber da ich noch keine Tiere habe, habe ich noch keine Gülle. Normalerweise mache ich das nicht mit dem als erstes Mal. Das erste Mal ist immer mit der Gülle. So wie bei dir echt ein paar Nachholt. Super. Und das war's. Und dann fahren wir zum letzten noch. Ostbahn. Kann man da durchkommen? Der ist mal genug. Und so, dann haben wir noch genug Grill. Einmal durch das Schlammlauch. Und dann sind wir schon fast da bei der. So, bevor ich da aber jetzt noch weiter so bringen tue, würde ich gerne schauen, ob man mir das auch sogar. Wasser. Das ist mir vorher beim Abernten gar nicht aufgefallen. Yay! Da müssen wir noch einmal schauen. Aber zuerst schauen wir uns das da. Ja, tut's drinnen. Sehr gut. Warum hat das Hansen nicht gemacht? Warum hat das Hansen nicht gedacht? Okay, dann bin ich halt bei einer Hansen einmal umsonst gefahren. Ja, da tue ich das wenigstens. So. Können wir das schnell fertig bringen und dann hupfen wir da mit zum Wasser noch einmal kurz. Weil das will ich mir jetzt noch anschauen. Ist euch das aufgefallen bei den vorigen Videos? Mir nämlich nicht. Eieiei.
so konzentriert auf die Arbeit gewesen. Ich sehe die schönen Sachen gar nicht. Das wird jetzt ein bisschen happig, da alles zu erwischen, weil ich sich nicht wo entlang fahre oder wo schon liegt. Ich kann nur erraten. Du kannst nur erraten und hoffen. Alter, ich rutsch. Ich rutsche. So. Und ja, ich hab alles erwischt. Passt. Und jetzt laufen wir da rum. Ich will mir das anschauen. Einmal auf den Stein auf und drüber jumpen. Yeah. Wunderschön. Ist das ein Sandstrand? Ja. Bin ich Jesus? Lauf ich drüber? Nein. Bin ich jetzt unter Wasser, oder? Ja. Und der Wasser, da gibt's. Was ist das? Lehmzahn? Eine andere Blume. Wie interessant. Keine Fische. Nix. Und Luft anhalten. Also keine Fische. Hat das noch ein Hochchen getan nutzen? Muss ich da vielleicht ernten? Keine Ahnung. Wir werden alles herausfinden, aber mit diesem schönen Ausblick werde ich für heute verlassen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen über positives Feedback. Auch über ein paar Abonnements, weil ich kann halt gar nicht mehr rein. Über ein paar Abonnements würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, mit diesem schönen Ausblick, wünsche ich noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, macht's gut.